Hoi zusammen, hallo zusammen, willkommen zu einem weiteren Reaction-Video von mir. Im Thumbnail habt ihr den Titel gesehen, minus 36 Grad, packt das noch eine Diesel-Standheizung? Und in der Schweiz ist es momentan nur 0 Grad, sonst hätte ich diesen Test auch selber irgendwie gemacht. Aber die YouTuber Come With Us Too, Steffi und Louis, die leben in Schweden und haben derweil 36 Grad unter Null. Und sie haben jetzt da das getestet für uns. Und wir schauen jetzt da mal schnell ins Video rein. Also, los geht's! Wir sind hier mit unserem Camper hier hochgefahren, einem ganz herkömmlichen VW Crafter und wohnen hier, aber nicht im Crafter, weil wir sind für 3 Monate in Schwedisch Lappland und das wäre uns einfach zu lang, zu wenig Platz bei zu kalten Außentemperaturen, weshalb wir uns ein Haus gemietet haben. Aber der Crafter, der steht vor der Tür und wir wollen nicht, dass das ganze Holz und alles zusammen solcher extremer Kälte ausgesetzt ist. Deshalb läuft unsere Dieselstandheizung hier draußen komplett durch. Wenn ich also rauskomme, dann ist für mich immer so das erste Hören, geht das Gebläse noch und höre ich die Pumpe von der Dieselstandheizung. Das haben wir jetzt im Moment. Da können wir gleich mal hingehen und das anhören. Das ist ein wunderbares, das ist Musik in meinen Ohren. Wir haben eine 2 kW Dieselstandheizung von Autotherm drin. Und die große Frage ist ja, packt die das noch bei den Temperaturen? Nein, packt sie nicht mehr. Die geht auf voller Leistung, die verbraucht uns also 5 Liter Diesel im Tag. Und sie schafft es nicht mehr, die Temperatur zu erhalten. Also wir haben die nur auf so 5, 6 Grad eingestellt, aber die hat es nicht mehr gepackt. Das geht bis so minus 20 hält sie die Temperatur. Sie kann nicht mehr mit voller Leistung, sie kann es nicht mehr wärmer machen, aber sie hält sie. Das heißt, jetzt aktuell ist auch noch ein Heizlüfter an auf Stufe 2. Der macht dann 1700 kW. Also der hat schon auch ein bisschen Leistung. Und zusammen erhalten sie uns die 6 Grad im Fahrzeug. Allerdings fahren wir momentan nicht weg. Weil wir haben es jetzt gestern und heute versucht und die Batterie, die packt das auch nicht mehr. Also jetzt müssen wir hier wirklich überbrücken und dann länger laufen lassen. Aber einfach so kriegen wir den Camper nicht mehr gestartet. Und auch mit einem Starter-Kit, das hat auch zu wenig Leistung. Wir hatten sogar noch Besuch da und die hatten noch ein stärkeres Pack dabei. Da hat es fast gereicht, aber auch nicht ganz. Das heißt, Maya steht momentan still, so heißt unser Camper. Und wir hoffen einfach, dass es die nächsten Tage ein Temperaturanstieg kommt, wo wir sie dann wieder laufen lassen können. Und dass in der Zwischenzeit nichts kaputt gegangen ist am Motor. Das ist natürlich ein unglaublich spezielles Gefühl, denn wir sitzen schlussendlich eigentlich hier jetzt fest. Man kann es nicht anders sagen, wir kommen nicht weg. Und in Schweden, wir leben wirklich extrem außerhalb, ja, da ist man dann einfach isoliert. Ja, also Steffi hat es da erwähnt, eine Autotherm 2D, die habe ich auch drin in unserem Camper. Also da weiß ich schon, wo unsere Grenzen sind, bis minus 20 Grad sollte die laufen. Ich habe die Erfahrung auch schon ein bisschen so gemacht, als ich am Nuffenpass stand, war minus 5 Grad und ich musste meine Autotherm auch auf voller Leistung laufen lassen, dass ich so um die 20, also 18 bis 20 Grad hatte im Camper drin. Also ich weiß nicht, wie es mit anderen Herstellern ist, mit Truma oder so, ob das dann besser läuft. Schreibt es doch mal in die Kommentare, wenn ihr da andere Erfahrungen habt. Aber gut zu wissen, wo die Grenzen sind, also minus 36 Grad, da ist man halt aufgeschmissen und da heißt es halt kein Vanlife mehr, wenn es so kalt ist. Ja, interessantes Video von Steffi und Louis. Wirklich Dankeschön für die Eindrücke. Lasst ein Abo da für sie natürlich. Lasst ein Abo für mich da. Daumen hoch, damit das Video ein bisschen Aufrufe bekommt und ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen, tschüss!